Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir möchten euch die MÜMAP oder UMAP, das wissen wir nicht genau, vorstellen. Unsere Idee ist, es gibt davon in Frankreich, in Schweiz und Russland und Italien Instanzen. Und wir haben gedacht, dass eine DE-Instanz auch ganz günstig wäre, weil die Server, also insbesondere der französische, wenn man die benutzt, häufig überlastet ist. Jetzt zuerst wollten wir mal fragen, gibt es jemand, der diese MÜMAP nicht kennt? Okay, Genau, dann können wir. dann zeigt der Lars mal ein bisschen, was man damit machen kann. Dann möchte ich erstmal kurz die UMAP oder UMAP oder wie man es nennen möchte, kurz vorstellen. Das ist ein Softwareprojekt aus Frankreich. Ah, jetzt höre ich mich besser. Es ist ein Softwareprojekt aus Frankreich und es ist praktisch ein Kartenportal. Im OpenStreetMap-Wiki gibt es dazu auch eine eigene Seite, da ist das ganz kurz beschrieben mit Tutorials und Beispielen, aber ich möchte es einfach mal live zeigen. Und da habe ich jetzt in der Pause schon kurz was vorbereitet. Wenn man eine Karte machen möchte, geht man auf UMAP bzw. auf die Instanz, sagt Create New Map und bekommt dann so ein Kartenfenster. Hier habe ich jetzt schon Daten importiert. Aber vielleicht mal kurz, was man hier sieht. Man sieht eine OpenStreetMap-Karte und kann die jetzt individuell konfigurieren. Der Vorteil ist, man hat viel mehr Funktionalität als bei der Kartenteilfunktion auf OpenStreetMap.org. Wenn man dort einen Link zu einer Karte teilt, kann man da noch einen Marker angeben und das war es dann im Grunde genommen schon. Hier hat man jetzt Möglichkeiten, auch eigene Daten hochzuladen oder zu erzeugen und in der Karte darzustellen und auch die Objekte zu beschriften. Was ich hier jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir aus von der Overpass-API die Geometrie des Unigeländes hier geholt und als GeoJSON-File heruntergeladen und einfach hier in die Instanz mit hochgeladen. Und es wird sofort in der Karte dargestellt. Das könnte ich jetzt weiter ja, verfeinern, indem ich hier auch noch den Stil anpasse, die Farbe der Füllung ändere und noch Beschriftung hinzufüge oder noch andere Objekte hinzufüge. Idealerweise für die Foskis könnte man jetzt hier auch die einzelnen Gebäude, in denen die Vorträge stattgefunden oder stattfinden, noch einzeln hervorheben, anklickbar machen und so eine interaktive Karte auf sehr einfachen Weg erstellen. Weil man muss kein Programmierer sein, man muss kein JavaScript dafür können, sondern es geschieht alles über die Oberfläche. Und wir sehen jetzt hier den Link und wir sehen jetzt hier die Karte und das Unigelände und zum Teilen. Andres. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Hier. Zum Teilen wird mir hier angeboten gleich ein HTML-Schnipsel, sodass ich ein Iframe in eine andere Webseite einbinden kann und so halt die Karte auch teilen kann. Die ganzen Daten, die ich zum Beispiel zusätzlich hinzufüge, die liegen dann auf dem Server und ja, sind da verfügbar und so kann man halt für Events oder andere Aktionen individuelle Karten sehr einfach erstellen. Um ein paar Beispiele zu zeigen, es gibt öffentliche Instanzen von vorhandenen Karten. Das sind jetzt hier hauptsächlich aus Frankreich wahrscheinlich. Nee, auch gar nicht. Nee, okay, das ist irgendwo auf der Welt. Hier hat jemand sehr viele Punkte hochgeladen. Und man sieht schon, es ist ein bisschen langsam. Das ist auch ein Problem mit der französischen Instanz gerade, dass man dort oft ein bisschen warten muss.
aber ist halt ansonsten hochinteraktiv und die Objekte sind direkt anklickbar und ja, bearbeitbar. Also da gibt es halt inzwischen einen entscheidenden Weg. Es gibt halt anscheinend inzwischen tatsächlich so wohl sehr beliebte Webseiten, die das verwenden. Mhm. Und die, denke ich, sind so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolges. Nehme ich auch an, ja. Ich habe das so ein bisschen am Rande mitbekommen, weil da gibt es eine Karte, die nennt sich Syrian Civil War Map. Da geht es halt so um den Bürgerkrieg in Syrien. Die benutzen auch das UMAP und die benutzen aber den deutschen Teilserver und der ist für mehr als die Hälfte von meinem Traffic verantwortlich inzwischen. Also da ist okay. Richtig viel. Ja, ich weiß nicht, ich kenne die Gründe nicht, warum der französische Server jetzt da so langsam ist, aber wahrscheinlich wird er einfach überlaufen. Es gibt auch noch andere Instanzen, aus der Schweiz kenne ich jetzt eine Instanz, die eine eigene Hardware betreiben mit der Software drauf. Und wir hatten halt gedacht, beziehungsweise es kam schon öfters die Idee auf, warum keine deutsche Instanz? Natürlich kann man auch fragen, warum extra eine deutsche Instanz, weil da gibt es ja offensichtlich schon Leute, die betreiben jetzt die Software. Man könnte ja auch mit denen zusammenarbeiten. Das wäre auch das müsste man diskutieren. Man kann halt Kontakt aufbauen zu den Franzosen. Aber genau deswegen wollten wir auch die Session machen, um vielleicht mal ein bisschen Feedback zu bekommen, was da jetzt Vor- und Nachteile sind. Was spricht für eine deutsche Instanz, was spricht dagegen? Und da hier aber noch einige das UMAP gar nicht kannten, wollten wir bloß mal so einige Beispiele zeigen. Und die Civil War Map, die kannte ich jetzt auch noch nicht. Das könnte ja die denn hier sein, wahrscheinlich. Ja, sieht so aus. Ja. Genau. Und man sieht, man hat hier eine Webseite drumherum und hier ist halt die UMAP integriert, wahrscheinlich auch mit so einem iFrame und hat dann halt eine sehr interaktive Karte mit wirklich vielen Funktionalitäten. Und die Einstiegshürde ist sehr, sehr gering. Das ist der große Vorteil. Und was wir uns überlegt haben, wenn die Entscheidung fällt, das kommt darauf an, was jetzt bei der Session hier auch rauskommt, wir könnten in Deutschland eine Instanz aufbauen. Es gibt die Möglichkeit, über den Foscis die Hardware zu finanzieren, beziehungsweise die Servermiete zu finanzieren. Das ist noch nicht gesichert, da gibt es aber ein Förderprogramm. Kann man einen Förderantrag schreiben und dann kann der Verein und die Mitglieder diskutieren, ob das förderwürdig ist oder nicht. Falls das gefördert wird, hätte man so eine Maschine zur Verfügung und Markus und ich würden uns auch im Vorfeld noch damit beschäftigen, wie aufwendig das ist, einmal das Setup zu machen und dann natürlich auch die Wartung bzw. den Betrieb, weil irgendwelche Sicherheitsupdates müssen mal bestimmt eingespielt werden. Die UMAP wird ja auch weiterentwickelt und da gibt es halt immer wieder was zu tun, aber wir würden gerne im Vorfeld wissen, was da für ein Zeitaufwand dann für den Betrieb anfällt. Um das zu testen, würden wir vorher das in der VM mal, also in einem lokalen Setup mal probieren. Und die nächste Möglichkeit dazu wäre jetzt im April, da wird in Berlin zum Beispiel noch ein OpenStreetMap Hack Weekend veranstaltet. Und das wäre da mal so ein gutes Thema, um das mal auszuprobieren und am Ende sagen zu können, ja, der Aufwand hält sich in Grenzen oder gibt es halt große Probleme. Das wissen wir jetzt noch nicht, was dabei rauskommt. Aber das wäre auch sehr zeitnah jetzt möglich, also innerhalb der nächsten Wochen und Monate. Wobei ich auch dazu sagen muss, es ist jetzt kein Zeitdruck da. Ne? Also wenn wir so eine deutsche Instanz nicht aufbauen, wir verlieren jetzt auch nichts. Wenn wir die aufbauen, haben wir halt Arbeit. genau.
Was können wir noch sagen? Genau, also die Leute, die schon mal was mit UMAP gemacht haben oder was davon gehört haben, gibt es ja auch Leute, die das einsetzen. Vielleicht könnt ihr auch kurz sagen, was eure Erfahrungen sind. Wäre eine deutsche Instanz von Vorteil oder spricht irgendwas dagegen? Gibt es da Stimmen? Hier vorne, Jens, Sven? Also ich sehe so ein bisschen den Vorteil vielleicht, wenn man gleichzeitig noch, also soviel ich weiß, binden die Detailserver immer direkt ein, dass man vielleicht noch auf derselben Maschine dann einen Proxy laufen lässt, weil das sind ja immer eigentlich dieselben Kacheln, die da irgendwie von so einer View. Ich glaube, UMAP selber macht das, glaube ich, erstmal nett, aber das wäre von der Konfiguration her ja nicht schwierig. Das wäre möglich, aber man kann ja diverse Kartenstile dann auch einbinden, von unterschiedlichen Karten. Muss man natürlich dann gucken, was für Server man da einbindet. Aber meine Idee war auch, dass man mehr Kartenstile einbindet, als zum Beispiel auf OpenStreetMap.org zur Verfügung stehen. Weil es gibt so viel OSM-Karten schon und dort könnte man die dann auch als Showcase mit zur Verfügung stellen, dass die Leute sich das auswählen können. Und für alle Kartenstile aber ein Proxy vorhalten, das wäre schon ein bisschen zu viel. Ja. Aber vielleicht für den deutschen Kartenstil könnte ich mir das vorstellen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe die auch nicht gekannt und ich habe die dann auf die HD-Tour kennengelernt, diese Karte, weil ich so, wow, was ist denn das? Da kommen alle Leute über diese Karte da bei mir rein. Das ist auch ein interessanter Name. Ja. Und die haben halt was gesucht, was eine Lokalisierung hatte, weil die wollten halt da, wie man da sieht, die lateinischen Namen auch noch drin haben. Mhm. Weitere Meinung? Ja, vielleicht von mir noch. Also ich finde, es ist halt auch eine Möglichkeit, mehr Leute für OpenStreetMap zu begeistern, eben weil die Einstiegshürde ganz gering ist. Oder also ich bin sicher, jeder kann da schnell eine Karte anlegen. Und was ich finde, das für eine Instanz unter DE spricht, ist einmal, dass der Fuskis ja auch gesagt hat, es steht viel Geld zur Verfügung. Und ich finde, man kann sich ja die Last ruhig verteilen, also zwischen Frankreich und Deutschland. Also können wir ja auch einen Teil des Bedarfs hier decken. Ja. Ja, zum einen gebe ich dir komplett recht mit der Aussage, dass die französische Version zumindest manchmal relativ langsam ist. Auf der anderen Seite habe ich momentan, also ich habe schon 1, 2, 3 Karten über UMAP erstellt und ich habe jetzt momentan ein technisches Problem mit einer Karte und der Support, zumindest bei der französischen Version, ist schwierig. Ganz schwierig. Und das wäre vielleicht ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, wenn es eben einen deutschen Ableger gäbe und vielleicht einen besseren Support oder überhaupt Support, dann wäre ich auf jeden Fall dafür. Klar. Support jetzt für die für UMAP selber, also dort, wenn es da um Features geht oder wenn irgendwas nicht funktioniert? Wenn irgendwas nicht funktioniert tatsächlich, weil ich schwimme da momentan einfach komplett und weiß nicht, an wen ich mich da wenden kann überhaupt. Ich weiß, es gibt irgendwie über Help OpenStreetMap.org oder so. Ich habe schon eine Person, die wohl dafür zuständig sein soll, habe ich schon angeschrieben, aber diese Person hat, gut, ist jetzt auch noch nicht so lange her, anderthalb Wochen, aber die Person hat sich bisher noch nicht gemeldet, also von daher, mal gucken. Ja. Ich habe auch eine Mailingliste gefunden, da habe ich vorhin mal reingeklickt, habe ich viel Französisch bloß gesehen, weiß ich jetzt gar nicht, ob die international ist, kann man drüber nachdenken. Da müsste man natürlich auch drüber nachdenken, was man da an Support-Kanälen anbietet oder jetzt neu erzeugt. Wir haben jetzt auch nicht so die Zeit, wöchentlich da denn viel Support zu leisten, aber wenn das, weiß nicht, übers Forum oder über eine Mailingliste geht, können sich auch andere User denn gegenseitig helfen. Ja, warum nicht? Wenn das ein Punkt ist, um das auch weiter zu verbreiten, ja.
Das wäre auf jeden Fall lohnenswert. Alleine 1, 2, 5 Ansprechpersonen wären vielleicht einfach mal nicht schlecht, weil momentan, wie gesagt, kenne ich niemanden, den ich momentan ansprechen könnte. Ja, bei GitHub gibt es einen Issue-Tracker zu UMAP, aber teilweise sind da die Issues auch schon Jahre alt und die sind immer noch offen. Sind auch aktuelle Issues dabei, wo auch reagiert wurde. Habe jetzt nicht nachgeguckt, welche alten das jetzt so sind. Genau. Tja, schauen wir mal. was ich gerade noch auf meinem Zettel sehe, und zwar, das sind ja jetzt so öffentliche Karten, um die UMAP zu nutzen, kann man sich aber auch dort anmelden. Dazu genügt der OSM-Account oder man kann auch sein Social Login verwenden über Twitter oder GitHub. Und dann hat man auch die Möglichkeit, private Karten zu machen. Wenn man jetzt, weiß nicht, eine Firmenveranstaltung oder hast du noch ein Beispiel, ein gutes? Familienfeier von mir aus. Genau, also was halt vielleicht nicht wirklich öffentlich sein soll, kann man auch eine private Karte machen, dann bekommt man da einen Link, über den dann diese private Seite erreichbar ist. Und das wäre auch noch ein zusätzlicher Anwendungsfall, dass jeder die Möglichkeit hat, dort eine private Karte für individuelle Zwecke sich schnell und einfach zu erzeugen. Also Urlaubsplanung wäre zum Beispiel auch denkbar oder so ein Fotoalbum mit der Verortung, das geht auch, ja. Ich wollte nur noch um 1, 2 schöne Beispiele aus friedlichen Gebieten bitten. So, ein paar Prozessoren hier. Wenn man auf der die französische URL dort, das ist die Hauptseite auch, und hier ist ein Showcase, da können wir uns jetzt mal was aussuchen. Das sind so die Effekte, ne, mit dem französischen Server. Die Punktkarte hatten wir. Ich wähle jetzt mal die erste aus hier. Oder auch nicht. Geklickt habe ich schon. Was sehen wir hier? Hier ist irgendeine Route, die sich jemand zusammengestellt hat mit Stationspunkten, so wie es aussieht. Könnte was für Fahrradfahrer sein? Weiß ich nicht genau. Ach, hier, okay. Buslinien? Ja, warum nicht, ne? Gucken wir mal weiter. Du kannst mal nach Honig suchen, dann kommt vielleicht mal eine Honigkarte. Also auf der Mühlmap-Seite. Ach so. Suchfenster. Honig. Mhm.
Da kannst du was zu sagen, was wir hier sehen? Genau, das ist eine Karte, die habe ich mal angefangen, da wollte ich zeigen, will ich, also Freunde von mir bringen mir immer auch Honig aus ihrem Urlaub mit. Und dann fotografiere ich den Honig und schreibe hin, welche Sorte er ist. Damit will ich einfach zeigen, oder wollte ich zeigen, wie bunt der Honig ist. Und diese Karte konnte ich ganz einfach eben mit Mühe machen. Und hier sieht man Teneriffa. Ja. Und da muss man nichts programmieren können, nichts. Und das sind jetzt so Einsatzzwecke. Dafür mietet man sich jetzt auch nicht extra einen Server, um sowas zu machen. Und mit UMAP ist das halt wirklich einfach möglich. Haben wir alle Punkte durch eigentlich so, ne? Ja. Könnt ihr eine Größenordnung angeben, was so ein Server kosten würde? Das ist eine gute Frage, das würden wir jetzt gerne selber noch rausfinden, also überhaupt mal mit auch mit der Software rumspielen, mal Hände dreckig machen, was da für Hardware möglich ist. Ich würde mich wahrscheinlich auch orientieren an der Hardwareausstattung der Franzosen und der Schweizer Instanz, aber jetzt kann ich gerade noch nichts Konkretes dazu sagen. Ist mir gerade eingefallen, weiß ich nicht, ob das vielleicht Blödsinn ist, aber Hartmut hat ja auch überlegt, ob es da Synergien vielleicht gibt, weil er benutzt das ja auch oder kann es importieren. Mhm. Vielleicht könntet ihr zusammen einen Server mieten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es von der Rechenpower her vielleicht dann doch ein bisschen knapp wird, aber... So, dass der Kartendruck auch darüber erfolgen kann? Genau. Also vielleicht, weiß ich nicht, das müsst ihr ja überlegen. Kann also man auf jeden Fall diskutieren, ja. Wir stehen ja in Kontakt auch, warum nicht? Aber zur Dimension des Servers kann ich im Moment noch überhaupt keinen Anhaltspunkt sagen. Da ja, die Frage war halt, ist das Peanuts, was man eh über die Foskis finanzieren kann, oder ist ein substanzielles Thema, wo man einiges in Geld dahinter setzen muss? Das wäre halt so. Also ich vermute, es wird so, es gab ja bereits einige Förderanträge für Server, und es wird auch in der Region irgendwo liegen. Genau. Ja, das war unsere Idee. Eigentlich war die Idee, dass wir uns zu zweit hinsetzen und uns die Software mal angucken, aber jetzt hatten sich so viele Leute gemeldet. Mhm. Und dann wollten wir mal schauen, was da für Interessen sind. Und na, einigen konnten wir ja auch das Projekt jetzt ein bisschen vorstellen. Gucken wir mal, was wir draus machen. Und im April haben wir in Berlin einen Hack-Weekend. Da ist das so ein willkommenes Thema, wo man sich damit mal auseinandersetzen kann. Sind noch weitere Fragen? Da wir haben ja gerade noch ein bisschen Zeit übrig, denke ich. Ja, Zeit ist massiv übrig, genau. Dann würde ich einmal zeigen, wie man UMAP-Daten in MapBosmatic reinbekommt zum Drucken. Ja, gerne. Wenn es dann hoffentlich funktioniert. Ich kann das halten. Irgendeinen Tab. Kannst du irgendeinen nehmen?
Du hast da eine Leerstelle zwischen Namen. Ach so. Ja. Ist das okay mit Leerstelle? Ja. So, ich habe mal ein ganz kleines Beispiel gemacht. Und wenn wir das jetzt hier nicht einfach über die Einframe-Daten hier scheren, sondern hier sagen Download Data, Full Map Data. Dann kann ich die Datei hier direkt wieder Downloads. Unter Downloads wahrscheinlich. Ne? Und Download. Ah, ein Fehler noch. Wo ist der? Ich muss noch den darzustellenden Bereich hier einmal festlegen. Nochmal speichern. So, create map, map file. Ah, nee, Vorführeffekt. Also im Prinzip sollte es jetzt so sein, dass man die Karte, die ich hier erstellt habe, hier dann als Vorschau sieht. Ah, doch, da. Ach, war nur falsch. Da hat der Fokus nicht geklappt. So. Ja, die restliche Stilauswahl nehmen wir jetzt einfach mal die Defaults. Hier wird gleich der Titel der Karte, die man vergeben hat, auch als Titel übernommen. Da ich keinen Namen vergeben habe, heißt es jetzt einfach Untitled Map, weil das der UMAP Default ist.
Okay. Okay, jetzt. Sobald ich mein Ohr gefunden habe. Okay, jetzt sehen wir hier auch in der Karte, die generiert worden ist, ist auch der Marker, den ich eben gesetzt habe, aus der UMAP mit dem richtigen Symbol übernommen worden. Auch das Polygon mit dem roten Rand, das ich angelegt habe, und die eine Linie. Das passt von den Linienbreiten und den Icongrößen noch nicht ganz zu dem Original übereinander. Aber wenn man zum Beispiel eine schnelle Anfahrtkarte oder solche Sachen machen will, dann wäre das in der Kombination mit den beiden Tools schon durchaus so jetzt möglich. Oder? Ja, das wäre eine gute Verbindung, dass man dann auch das Kartenprojekt aufs Papier wiederbringen kann. Genau. Ne? Inklusive der Elemente, die man auf der Karte erzeugt hat. Ja, es gehen natürlich nicht die dynamischen Effekte. Und was zumindest jetzt auch noch nicht funktioniert, man kann in UMAP auch noch externe Datenquellen angeben, also Dinge zum Beispiel aus dem CSV importieren. Das geht jetzt bis jetzt noch nicht. Ich kann nur die Sachen darstellen, die wirklich direkt in der User-Oberfläche von UMAP selber gemalt werden. Aber so die Basics an Beschriftungen und an Flächen und Linien-Icons, also auch externe Icons, wenn man nicht eins der Standard-Icons nimmt, das funktioniert schon alles. Und die Elemente sind in der Map-Datei drin, die man runterladen kann? Was man da runtergeladen bekommt, ist ein JSON, das für jeden Layer ein valides GeoJSON-Objekt drin hat. Ich bearbeite das noch ein bisschen nach, weil da die Default-Attribute nur einmal als Default für die gesamte Feature-Collection abgelegt sind. Mhm. Also ich parse das JSON, das da reinkommt, nehme dann die Default-Attribute für Farbe und so weiter, klebe sie nochmal an jedes einzelne Geometry-Objekt dran. Okay. Und dann benutze ich einfach Standard-Mapnik, GeoJSON, Data-Source und ein entsprechendes Style-File. Okay. Die Ausgabe zu erzeugen. Ja, prima. Irgendwann, ganz bald, wird es auch ein direktes API geben, dass man nicht mehr sich da komplett durchklickern muss. Und ich könnte sagen, würde sich ja anbieten, wenn die Instanz praktisch auf die UMAP-Instanz zugreifen kann. Ich dachte eher andersrum, dass man in einem UMAP noch einen Button mehr hat. Oder so rum. Einen Print-Button oder PDF-Erzeugungs-Button. Wo man nur noch die Papiergröße auswählt, weil den Hintergrundstil hat man ja schon in UMAP festgelegt. Genau. Ja, das wäre. Aber wir sehen uns ja eh im April. Also Erweiterungsmöglichkeiten haben wir jetzt auch schon gefunden. Wenn wir uns dazu entscheiden, den Server aufzusetzen, hätten wir auch ganz gut zu tun. Denn, ja. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, können wir die Session auch beenden. Vielleicht können wir noch Sonnenstrahlen abbekommen. Vielen Dank.